Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongons Jakum von den Frakta und ich bin in Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Ich kann leider den Ton nicht leiser machen, ja. Wenn jetzt jemand kritisiert hat oder kritisiert das Video, Mensch, ich verstehe nichts, ja, es tut mir herzlich leid, ich kann nichts dagegen machen. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist eigentlich das Video aufnehmen und dann nachkommentieren. Finde ich aber persönlich immer doof, weil unauthentisch, und das geht halt, das mache ich halt echt nur dann, wenn es halt wirklich gar nicht anders geht, wenn man mich gar nicht verstehen wird. Hier jetzt muss ich aber eigentlich eh nicht viel kommentieren, weil ich spiele halt Quidditch, gell, dann muss ich mich eh konzentrieren, ja, ich will ja gewinnen. Und wenn ich was sagen will, gehe ich hier in die Umkleide, hier finde ich es halbwegs akzeptabel von der Hintergrundlautstärke, so dass man mich eigentlich verstehen müsste. Ansonsten, außer Begrüßung und Verabschiedung, sage ich ja eh im Allgemeinen hier jetzt wahrscheinlich nichts. Außer wenn ich für ausruft, so, boah, dann Schiedsrichter der Fehlentscheidung. Keine Ahnung. Gut, dann spielen wir mal weiter mit Ravenclaw. Also gegen Hufflepuff spielen? Kämpfen wir um den Quidditch-Pokal und möge der Beste gewinnen. Wobei ich jetzt nicht weiß, warum ich wieder gegen Hufflepuff spielen muss, habe ich doch gerade gemacht. Hallo ihr da draußen! Hier spricht Lee Jordan aus dem vollbesetzten Stadion in Hogwarts. Mein alter Freund und Quidditch-Experte Seamus Finnegan verfolgt heute mit mir das Spiel zwischen Ravenclaw und Hufflepuff. Danke, Lee. Ich bin mal gespannt, wie die beiden Teams heute kämpfen. Schiedsrichter im heutigen Spiel ist, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, Madame Hooch. Das Spiel beginnt. Er wirft ihn. Stratton. Na also. Kein Zeichen vom Schatz. Dann müssen sie sich mehr anstrengen. Stratton nimmt sich den Quaffel. Er hat einen starken Willen. Er passt. Komm. Passt nach rechts. Davis. Passt nach links. Stratton wirft ihn. Die Luft rasen! McAvoy! Hol den freien Quaffel!
Priest! Bo! Nimmt sich den Koffer! Jeremy Stratton! Feuert ihn ab! Gut! Susan Appleby! Greift ihn sich! Der Schnaps ist da! Mal sehen, ob die Sucher ihn fangen können! Ein klassisches Duell! Haben wir sauber heimgebracht, sauber. Serum. Ravenclaw steht momentan sehr gut. Ich heiße Duncan Engelby, Jason Samuels und ich sind Ravenclaws Treiber. Treiber zu sein ist das Größte. Lerne alles über Klatscher. Okay, jetzt lernst du, wie man Klatsche. In dieser Herausforderung lernst du, wie man Klatsche abwehrt. Einer deiner Jäger fliegt zwischen zwei Treibern und sucht die Ländereien nach Zielen ab. Die Treiber müssen Klatscher auf die Ziele schlagen. Das ist einfach, aber hinzu kommt, dass die Klatscher, nachdem sie auf ein Ziel aufgeprallt sind, zurückspringen und den Jäger verfolgen, bis die Treiber sie weggejagt haben. Ich bin's, Georgian. Zur Erinnerung, mit der Besensteuerung kannst du die Gegend erkunden. Halte die Klatschertaste gedrückt und lenke den Klatscher auf das Ziel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß nicht, was die Klatschertaste sein soll. Okay, ich bin durch. Ich habe alle Tasten gedrückt. Ich habe alle drei Maustasten gedrückt. Ich weiß zum Verrecken nicht, was ich jetzt machen soll. Versuch das besser nochmal. Nee, ich will das gar nicht.
weil ich nicht gerafft. Ich habe alle Tasten gedrückt. Ich weiß nicht, was das Spiel meint, was die Klatschertaste sein soll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das oft brauche. Also soweit ist mir das auch völlig Wumpe. Ich bin Randolph Baum, Ravenclaw-Jäger. Lerne, wie man aus... Dies ist eine Kopf-an-Kopf-Herausforderung zwischen einem deiner Jäger und unserem alten Freund, dem Geist Edgar Clocks. Edgar versucht deinem Jäger den Kuffel abzunehmen und ihn davon abzuhalten, ein Tor zu schießen. Edgar ist in wirklich schlechter Stimmung und dein Jäger muss ihm ausweichen. Edgar ist Experte in Sachen Spezialangriff, sodass es für dein Jäger sehr schwer werden wird, den Kuffel zu behalten und ein Tor zu schießen. Ich bin's wieder, Cho Chang. Vergiss nicht. Halte die Spezialbewegung-Taste gedrückt und ziele auf Edgar. Lass die Taste los, um anzugreifen. Verwende die Ausweichtaste, um ihn zu entkommen. Drücke die Schusstaste, sobald du in der Nähe der Torringe bist. Nochmal und streng dich mehr an. Nein, ich wollte gerade wieder. Ja. Ach so, auf den Zahlendingen. Dies ist eine Kopf an Kopf herauf. Ich bin's wieder, Cho Chang. Vergiss nicht. Halte die Spezialbewegung-Taste gedrückt und ziele auf Edgar. Lasse die Taste los, um anzugreifen. Verwende die Ausweichtaste, um ihm zu entkommen. Drücke die Schusstaste, sobald du in der Nähe der Torringe bist. Thank you.
Gute Arbeit. Eine neue Quidditch-Karte. Okay, jetzt hatte ich es verstanden. Die Maustaste gedrückt halten. Ich nehme an, dass das dann wahrscheinlich auch bei den Klatschern der Punkt gewesen ist, dass man wahrscheinlich gedrückt halten musste. Noch etwas, dann bist du bereit, gegen Gryffindor anzutreten. Achso, da muss man erst Trainingsspiel machen. Okay. Wir werden bald sehen, ob du gut genug bist. Los geht's! Hau mir mal Malfoy in die Pfanne. In die Pfanne wollte ich sagen, genau. Das ist altersgerecht zu dem Spiel. In die Pfanne hauen. Davis! Und Schuss!
zurück! Jeremy Stratton, wirft ihn! Er lockt ihn ein! Wow! Fast nach rechts! Lässt ihn durch die Luft rasen! Die haben mir platt gemacht! Platt gemacht! Das müsste eigentlich freigeschaltet sein, oder? Immer noch nicht freigeschaltet. Trainiere weiter, dann bist du vielleicht bereit für ein Spiel gegen Slytherin, obwohl du nicht gewinnen wirst. Also schön, ich würde sagen, ich setze jetzt nochmal einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich will Slytherin platt machen, und zwar im Pokal, nicht nur im Trainingsspiel. Dann bis gleich. Tschüss.